Menschliche Skelette mitten in einem Viertel von Mexico City. Archäologen des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte haben 12 uralte Gräber gefunden. Die Toten, die wir hier gefunden haben, scheinen zur damaligen gesellschaftlichen Elite gehört zu haben. Dieser Ort wurde von Kaufleuten, sogenannten Pochtecas, bewohnt. Sie hatten große wirtschaftliche Macht. Die meisten Skelette stammen von Kindern, die zeremoniell beerdigt wurden. Die Forscher vermuten, sie gehörten dem Volk der Tepaneken an, das vom 12. bis zum 15. Jahrhundert in Mexiko lebte. Viel ist über sie nicht bekannt. Wir haben Skelette mit Grabbeigaben entdeckt, Keramiken und Schüsseln. Jedes Grab weist andere Charakteristiken auf. Einige der Gegenstände sind auf den ersten Blick nicht zu erkennen. In anderen Gräbern liegen Pfannen und Tassen. Das Volk der Tepaneken wurde im 14. Jahrhundert von den Azteken besiegt. Die Archäologen wollen die Grabungen fortsetzen.